Willkommen zurück, kleiner Vlog wieder. Diesmal haben wir, wie angekündigt, Thema Mattlackierung. Worauf es da so ein bisschen zu achten geht, will ich da ein bisschen drauf eingehen. Und wir haben noch einen Gast dazu bekommen. Porsche Cayman GT4 in richtig geilem Gelb. Auch so richtig mit diesen Cayman GT4 Rallye sitzen. Da will ich auch noch ein bisschen was dazu zeigen. Aber kümmern wir jetzt erstmal um den silbernen Dicken hier. So, Thema Mattlackierung ist ja immer so ein Fall für sich. Das ist ein bisschen spezieller, worauf man da so achten sollte. Das geht schon im Prinzip mit der regulären Reinigung los, also jetzt nicht unbedingt speziell Aufbereitung, sondern wirklich jetzt die Reinigung. Hier ist es halt relativ wichtig, dass man an den Lack mit nichts Abrasivem rangeht. Ob das Carbon ist jetzt ein anderes Thema, weil hier ist ein Klarlack drauf, das kann man polieren. Bei dem Lack im Prinzip nicht, da ist also nichts polierbar, da ist auch nichts mehr zu retten. Also wenn im Prinzip Kratzer da drin sind, ist das Thema gelaufen. Deswegen ist es hier zum Beispiel bei der Reinigung wichtig, dass ihr Produkte nehmt, die keine Wachsanteile, irgendwas, keine Glanzzusätze enthalten, sondern wirklich einfach nur ein Shampoo, pH-neutral und das war's. Ich selber verwende dafür zum Beispiel jetzt in dem Fall für die Aufbereitung von Vailer Pro das Car-Shampoo, weil das im Prinzip einfach nur eine Reinigungswirkung hat. Da ist nichts Wachsmäßiges drin, keine Polymere groß irgendwas, sondern wirklich reines Shampoo. Das eignet sich sehr gut dafür. Ja, dann geht es in der Knete eben auch schon los. Kneten ist auch hier wieder so ein Thema für sich, denn wie gesagt, nichts Abrasives, rutscht man mit der Knete einmal aus und fährt sich Spuren rein. Ja, ist das Dilemma wieder groß. Das ist auch wieder so ein Thema, gerade bei der Lackierung hier, schwierig, schwierig. Ja, auch Kratzer ist natürlich auch so ein Thema, wenn sie einmal drin sind, sind sie drin. Was man hier sehr gut sieht, an der Stelle hier ist ein Kratzer. Der ist noch nicht mal tief. Also würde man, wäre das eine ganz normale Lack, wie jetzt bei dem gelben hier zum Beispiel, Hybrid kurz angesetzt, los geht's, würde man sogar noch rauskriegen. Das Problem ist aber hier, man kann nicht polieren, die Stelle sieht man. Keine Chance. Ja, wenn ich hier jetzt anfange zu polieren, an der Stelle hier, habe ich sofort eine sehr glänzende Fläche, weil ich Lack abtrage und dann kacke, einfach kacke. Ja. Genau. Was ist halt jetzt hier zu beachten im Prinzip? Wie gesagt, wenn ihr so ein Ding zur Aufbereitung da habt, bei der Reinigung schon drauf achten, also im Prinzip die meisten Geschichten schon mit Chemie lösen. Flugrost-Thema eignet sich zum Beispiel dann eben Iron X oder dieser Iron Burn von Fireball zum Beispiel, Iron X von K-Pro, Iron Out von Geon. Das funktioniert eben damit, wie gesagt, Insekten entfernt, das ist alles soweit kein Thema, nur eben nichts Abrasives, in dem Fall Knete. Politur, Worst-Case-Szenario, bitte poliert so einen Lack nicht, weil ihr denkt, er glänzt. Hier ist es halt wirklich wichtig, selbst wenn ihr dann im Prinzip die Haube hier poliert, abkleben. Also wirklich hier im Prinzip mit dem Klebeband die gesamte Kante hier entlang, einmal hier ringsrum. Am besten auch gleich zwei Lagen, dass wirklich, falls ihr ausrutscht, kann alles passieren, muss nicht, kann passieren, dass es dann wirklich nicht auf die matte Lackierung kommt. Auch hier Thema Scheiben. Ringsrum abkleben, wenn ihr mit Glaspolitur arbeitet. Dass auch wirklich hier nichts drauf kommt, was in irgendeiner Form. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist zum Beispiel so ein Thema, hier hat ein Vogel sich verewigt. Das sind Stellen, die sind halt eingebrannt, das ist ganz normal. Auch hier ist halt im Prinzip nichts mehr zu machen. Ach. Thema Pflege ist ein Punkt. Verschiedene Hersteller bieten verschiedenste Kits dafür an. Von Petzolds zum Beispiel, das Matt-Pflege-Set von Swisswax zum Beispiel, das Wachs. Obaku heißt das, dafür gibt es dann auch ein Kit. Das sind wirklich Produkte, die darauf aussehen, dass der Lack nicht glänzt. Das sind Wachse, die funktionieren sehr gut. Es gibt auch Keramikversiegelungen dafür. Eins vorne weg aber, also es ist egal, was für eine nimmt, also ob jetzt mal von Gion diese Matt-Versiegelung nimmt, also die Keramikversiegelung Matt, weiß ich nicht, wie es heißt, ist es so, dass ihr auf jeden Fall eine Farbauffrischung habt, also eine Farbvertiefung. Also wenn ihr das gesamte Auto macht, ist es überhaupt kein Thema. Wenn ihr nur einen Kotflügel macht, würde man das sehen. Das gilt für alle Beschichtungen im Prinzip. Das war hier bei Ultima jetzt genau dasselbe, dass ihr im Prinzip einen leichten Unterschied seht. Fällt jetzt nicht so schwer ins Auge.
Wenn ihr das gesamte Auto macht, in dem Fall jetzt hier zum Beispiel, ich meine, wenn ihr euch den ersten Vlog gesehen habt, wo er angeliefert kam, und ich das Auto quasi, wenn ich so einen Schwenk hier mal drüber mache, werdet ihr einen Unterschied wahrscheinlich sehen, also in dem Video im Vergleich zu jetzt. Ja, ansonsten Reinigung mit IPA oder sowas, das ist alles überhaupt kein Problem. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Pre-Cleaner, Essence ist zum Beispiel, geht gar nicht, Essence ist wieder abrasiv, funktioniert nicht. Ne? Das sind halt eben so Themen, worauf zu achten sind. Das ist halt immer das Problem. Wenn ihr Kratzer seht und ihr würdet gerne entfernen, könnt ihr es nicht. Hier geht es wirklich nur um das reine Pflege und Versiegelung. Mehr ist ja eigentlich auch nicht zu reißen. Das waren nur so zwei, drei Punkte, wo es eben bei der Versiegelung drauf zu achten gilt. Wie gesagt, Wäsche, kein Shampoo mit Wachs zu setzen, weitestgehend die Reinigung mit Chemie lösen, keine Knete unbedingt verwenden. Wie gesagt, wenn ihr dann eben bei der Versiegelungs- und Politurgeschichte eben seid, Teile, die zu polieren sind, bitte den Lack außenrum abkleben, dass da eben nichts drankommt. Dann die Vorbehandlung mit Isopropanol, Eraser, Preep, das geht, ist überhaupt kein Thema. Den Lack bitte vorher auf jeden Fall entfetten, müsst ihr ja. Allerdings eben nicht so Reiniger verwenden wie Essence oder das Dodo Chooses Lime Prime, weil die abrasiv sind, geht zum Beispiel wieder nicht. Wie gesagt, Isopropanol kein Thema und dann im Prinzip die Beschichtung auftragen. Bei der Beschichtung dann penibel darauf achten, dass ihr da vernünftig arbeitet. Solltet ihr Überstände haben, die ihr nicht abnehmt, weil ihr zu unvorsichtig seid, weil ihr hektisch wart, weil ihr euch nicht genug Zeit gelassen habt, der Zug ist abgefahren, da könnt ihr im ersten Moment nicht mehr viel machen. Liquid Elements, das Echo Shield zum Beispiel, ist so, dass ihr 20 Minuten Zeit hättet, ungefähr eine halbe Stunde, wo ihr Überstände noch mit Isopropanol entfernen könnt. Wenn ihr allerdings so richtige Hardcore-Versiegelungen habt, wie Doc-Do, Butterfly, eine ältere Ultima-Version oder auch gut die neue Version auch nach einer Stunde, ihr habt Überstände. Worst-Case-Szenario, wenn ihr wisst, was ich meine. Also nehmt euch Zeit, arbeitet penibel, guckt, dass ihr das sauber macht. Gerade bei so einer Lackierung, das kann scheiße werden. Ja, soviel zu dem Thema. Wenden wir uns nochmal den Gelben hier zu. Was haben wir hier? Porsche Cayman GT4 in Gelb. Das ist auch so ein Unigelb-Farbton, keine Metallic Flakes drin. Und ich denke, man sieht das auf der Kamera schon sehr gut. Dieses Fahrzeug wird hauptsächlich auf der Rennstrecke bewegt. Hier haben wir so Gummiverschmutzung, Gummiabrieb. Das Fahrzeug ist mit einer X-Pel-Folie geschützt. Also das fühlt man hier auch alles. Fühlt sich schon interessant an. Wie gesagt, was gilt es hier zu machen? Erstmal eine komplette Reinigung. Versuchen, das hier alles wieder sauber zu kriegen. Der Schweller sieht hier zum Beispiel ganz schlimm aus. Kunststoffe und so Themen, also die Reinigung wird da hier schon relativ intensiv werden. Auch die Felgen, man sieht halt einfach, dass auf der Rennstrecke bewegt wurde. Es sind überall im Prinzip hier so Steinschläge. Also die Felge geht noch, die hintere sieht ziemlich übel aus, habe ich gesehen. Genau, wie gesagt, Verschmutzungen hier entfernen. Hier, also diese Gummiabrieb-Geschichten, auch hier unten sieht man das extrem gut. Er wird dann komplett, wie gesagt, gereinigt, poliert, ebenfalls die X-Pel-Folie. Ja, sowas geht auch, also Folie kann man auch polieren, wie der blaue GT3, den ich mal hatte, den habe ich auch poliert. Dann wird er entfettet, gewisse Unebenheiten im Lack, so Steinschläge. Der hier zum Beispiel ist ein Steinschlag, der ging durch die Folie durch. Den versuche ich zu korrigieren. Mal schauen, wie. Scheinwerfer vorne und alles, auch die Scheibe polieren und versiegeln. Und dann ist hier Firewall Silla geplant, also eine andere Keramikbeschichtung. Und hoffe, dass, wenn ich Zeit habe, ich dazu noch ein bisschen was sagen kann. Genau, aber so ein bisschen mal fernab der Autopflege. Diesen Porsche hier finde ich endlos geil. Also das wäre so ein Auto, wo ich mir selber vorstellen könnte. Ich finde dieses Auto brutal geil. Also ich finde, ein Cayman GT4 ist einfach der Hammer. Ja, auch so ein Auto, wo ich für mich selber mir vorstellen könnte. Ich meine, der OPC hat schon Bums, aber den hier finde ich richtig geil. Richtig geil. Die gesamte Formgebung, auch mit dem Spoiler hinten, manche mögen es nicht, ich finde es geil. Richtig cool, auch die Scheinwerferform und alles. Es ist ein absolut stimmiges Fahrzeug.
Ich finde dieses Motor- und Fahrwerkkonzept auch extrem gut, also der performt richtig geil und hoffe, dass ich da ein paar Videos euch zeigen kann. Und als nächstes will ich noch einen kurzes Update zum Thema Leder zu dem SLS da hinten machen, wenn noch Zeit ist. Schauen wir mal, ist gut geworden. Also alles bis aufs Armaturenbrett, aber das ist so ein Thema für sich, da sage ich dann noch mal ein paar Worte dazu. Genau. Ja, hat euch das Video gefallen? Gebt einen Daumen nach oben und wie gesagt, Fragen, Kommentare immer unten rein. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Tschüss.